Und mit diesem wunderschönen Standbild, was ich gefunden habe, eins der schön zahlreichen Bugs, starten wir zu unserer 30. Folge von Assassin's Creed Unity. Und da hinten ist schon ein Verbrecher, Ich habe alles gesagt, was ich weiß. der, ich glaube, gleich Was wollt ihr denn, dass ich sterben mache? wird, oder? Ohne Ecker! Ich habe euch alles gesagt! Für die Revolution! Ihr könnt die Oh. Ich glaube, das war keine gute Idee. Ja. Und mit diesem wundervollen Tod starten wir auch wieder zu einer neuen Folge Assassin's Creed Unity. Viel Spaß. So. Naja, dann starten wir eben wieder und leben plötzlich. Und laufen zu der Hinrichtung. Wir wollen doch bestimmt zu der Hinrichtung, oder? Ja, mit einer Schnellreise. Super. Dann sind wir ja schneller bei den interessanteren, Köpfe rollenden Themen. Haha. Wie sinnvoll. Hä? Wo ist die Hinrichtung denn jetzt? Ach da. Die versteckt sich. Ja, natürlich versteckt die sich. Wieso sollte sich eine Hinrichtung noch nicht verstecken? Gut. Der König Ludwig wird also getötet. Und ein Bürger sollte das Versuche nicht, mich entschieden in das haben. Licht zu führen. So, den Verbrecher konnten wir töten, ohne dass irgendwas passiert ist. Das ist super. Ja, ich glaube, wir müssen hier mal kurz rüber. Um zur Anrichtung von König Ludwig zu kommen. Schön. Oh, und Elise ist wieder da. Wie schön. Mal gucken, was die zu sagen hat. Sie bringen den König hoch. Bist du sicher, dass Gemma kommen wird? Ja, ganz sicher. Worauf warten wir dann noch? Trennen wir uns. Dann sind wir auch schneller. Es ist natürlich, ich glaube, nicht sehr sinnvoll gegen eine Übermacht. Aber ich kann dazu nicht viel sagen. Ich weiß es hier nicht. Der König. Wieso wird er in der goldenen Kutsche zur Guillotine gebracht? Ach ja, 2 Fundstücke, 8 Stücke, 53 Wachen. Okay. Gut, das kriegen wir hoffentlich diesmal hin. Aber ich habe in Erinnerung, ich weiß es nicht mehr genau, gucken wir gleich mal. Schweigt still! Aber lasst uns beginnen! Boah. Das mit den Menschenmengen sieht schon geil aus, wenn du so und so viele tausend Menschenmengen hier drin hast. Diesen gefallenen Mann! Diesen. Muss ich sagen. Gut. Wir müssen jetzt irgendwie in der Garde vorbeikommen und den Typen suchen in diesem Gebiet. Schade. Werde Zeug. Diese Strafe erwartet jeden Bürger, der die Prinzipien unserer jungen Nation durch Wort oder Tat. Ich glaube, hier kommen wir auch nicht weiter. Ob Mann oder Frau, adelig oder nicht, jeder Bürger. Tod allen Tyrannen verfolgt. Gegen unsere Freiheit wendet. Jeden Bürger.
Und hier geht's runter. Okay. Hier wären wir wohl nicht sehr gerne gesehen. Das ist jetzt natürlich nicht das Optimum. Kommen wir hier weiter? Keine Ahnung. Ich lauf mal hier weiter. Was macht eine Frau hier drinne? Und der etwas, das so klingt wie eine Frau. Naja, wir haben eine Konkordade geholt. Super. Und ab nach oben. Oh. Scheiße. Das, obwohl das falsch, da möchte ich auch nur weglaufen. Aber ich glaube, ja, das hilft nicht. Oder? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das Weglaufen hilft in diesem Fall nicht. Aber es ist doch wirklich geil, wie all die Menschen aussehen. Viele. Komm schon. Okay. Ich sehe, sich der Platz leert. Also ich muss sagen, mit der KI haben sie da ein ordentlich geiles Zeug hingestellt. Das muss man ja schon mal sagen. So. Muss man wirklich sagen. Hier seht ihr einen Teil aus meinem zweiten Versuch und dann habe ich es wieder geschafft, die Soldaten auch nicht zu nutzen. Also würde ich sagen, springen wir gleich zum dritten Versuch. Der so richtig viel besser sein wird, hoffentlich. So, und hier ist mein dritter Versuch. Ich hoffe, das ist auch mein letzter. Ich sollte vielleicht mal nachgucken. Naja, ich glaube, das sehen wir jetzt gleich. Ah. Die Bäume sind ja immer noch genial, dass man da drüber nicht springen kann. So, die Frage ist jetzt, gehen wir weit genug außen rum, damit wir nicht durch irgendwelche scheiß Korridore laufen. Wo sind die Menschen? Achso, die stehen auf irgendwas. Gut. Ja, jetzt sind wir weit genug dran vorbeigelaufen. Das ist schon mal schön. Sehr schön. So. Wir müssen scheinbar da hinten zur Tribüne. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich hoffe mal, mich täuscht nicht alles. Sonst wäre das ziemlich scheiße. Na? Ach, da. So, wie kommen wir da hin, ohne dass wir gesehen werden können, trotzdem töten? Freiheit! Gleichheit! Brüderlichkeit! Ich weiß es nicht. Schussbombe. Nein, die haben mich gesehen. Ab. Lauf dahin. Nein. Lass dich nicht töten. Mach den Typen fertig. Hä? Oh. Hallo, Arno. Monsieur Germain. Wie passend, euch bei der Wiedergeburt des Templerordens zu treffen. Immerhin wart ihr auch beim ersten Schritt dabei. Monsieur de la Serre. Ja, ich wollte, dass er versteht. Der Orden war korrupt geworden, klammerte sich nur noch an Macht und Privilegien. Doch ihr habt das korrigiert, oder nicht? Durch den Tod des Mannes an der Spitze. De la Serres Tod war nur der erste Schritt. Nun folgt das Meisterstück. Der Tod des Königs. Bürger,
Ich sterbe unschuldig. Meine Herren, ich bin an allem unschuldig, wessen man mich beschuldigt. Ich wünschte, dass mein Blut das Glück der Franzosen zementieren möge. Der König ist nur ein Symbol. Ein Symbol kann Angst schüren. Und Angst sorgt für Gehorsam. Doch irgendwann verliert der Mensch die Furcht vor Symbolen, wie ihr seht. Für diese Wahrheit ist der Mole gestorben. Der göttliche Anspruch von Königin ist nicht mehr als der Glanz von Gold in der Sonne. Wenn die Krone und die Kirche im Staube liegen, werden wir, die das Gold haben, die Zukunft formen. Aua. Lecker. Nun entschuldigt mich. Einen schönen Tag noch. Tötet ihn. Los! Ein guter Auftritt. Was machst du? Lauf ihm nach! Ich lasse dich nicht hier sterben. Hör das nicht auf! Okay. Schützt den Großmeister! Also. Alle töten. Damit Elise. Elise, wir müssen los! Ich schaffe das! Hol dir deine Mann! Getötet werden. Genau so! Hallo. Elise! Nein, verdammt! Du gehörst mir! So, jetzt weg hier. Lauf! Komm, wir können die Tür vielleicht noch einholen. Aber nur, wenn du geradeaus läufst. Hey, nicht die nächste Töte, ja? Ich bin es nicht mehr! Sag mal, da hat gerade jemand... Achso, das war wahrscheinlich die Lies. Oder? Gegen so viele kannst du nicht kämpfen! Ich verschaff dir Zeit! Nein, Lies, wir lassen dich nicht im Stich. Das ist die Brigade. Ihr seid für mich ein Freund, Bruder. Hey, jetzt greifen die mich an. Wieso greifen die mich jetzt an? Bescheuert. Elise, warte! Ich lauf hinterher. An, du musst multitaskingfähig sein, sonst kannst du es einfach nicht machen, ja? Wir haben eindeutig ein paar Probleme zu viel. Komm. Ein paar tote Revolutionäre sind ein paar Lüge. Gut, es ist vorbei! Weg hier! Ich werde ihn schaffen! So langsam! Ich zerreiß dich! Wow. Freiheit dienen! Verdammt! Er hat uns! Ah! Ihm nach! Naja. Aber was... Was ich mich noch frage ist, spürt man das bei der Guillotine, wenn einen das Haupt abgeschlagen wird? Denn ich meine ja, es gibt ja auch bei Hühnern so diesen Kotirreflex. Anno, wieso rufst du die? Die steht neben dir. Er ist weg. Verdammt! Unsere einzige Chance! Es ist nicht vorbei. Wir finden eine neue Spur. Wohl kaum. Glaubst du, er wird so leichtsinnig sein, wenn er weiß, dass wir ihn jagen? Du hattest die einmalige Gelegenheit, sein Leben zu beenden und du hast ihn nicht ergriffen. Um dich zu retten. Dazu hattest du kein Recht. Was sagst du da? Ich würde alles riskieren, um Germain zu töten. Wenn du nicht Manns genug für Rache bist, brauche ich deine Hilfe nicht. Elise. Elise! Oh, oh, oh. Das ist natürlich nicht das Schönste. Aber das heißt, dass wir noch ein bisschen mehr spielen müssen, denn wir müssen ja Jamar töten. Ups. Was machen wir jetzt? Ich habe keine Ahnung. Wir gehen zur nächsten Mission, genau. Und die ist da. Also, ab zum Café Fiera Trill zur Schnellreise. Und da wir hier sind, ja, okay, wir gehen direkt zur Mission.
So. Aber ich würde sagen, bevor wir die beginnen, hören wir hier auf und sagen bis zum nächsten Mal. Haut rein.